Ja, okay, zur Finanzierung. In der Vergangenheit haben wir ja hauptsächlich das Thema gehabt, Arbeitgeberfinanzierung historisch. Zwischenzeitlich, spätestens seit 2002, haben wir als absoluten Schwerpunkt bei uns, dürften es um die 90-95% sein, reine mischfinanzierte Modelle, also Kombination aus Arbeitgeberfinanzierung, aus Arbeitnehmerfinanzierung, in der Regel so gestaltet, dass wir eine Entgeltumwandlung haben und in Abhängigkeit der Entgeltumwandlung zahlt der Arbeitgeber darauf ein. Einen bestimmten Zuschuss, prozentual oder fix. Das kann man unterschiedlich gestalten, da ist wirklich hier der Fantasie viel Freiheit gegeben, wie man das dann regelt. Wichtig ist natürlich, dass entsprechende Anwälte das rechtssicher und sauber und verständlich und auch nachvollziehbar einfach in entsprechende Dokumente setzen, in die Versorgungsordnung, in die Leistungspläne, in die Zusagen, dass jeder genau weiß, was ist gewollt und auch jeder weiß, welchen Anspruch habe ich. Aber die Kombination Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert dürfte jetzt so das Hauptthema, sein und natürlich unterschiedlich. Teilweise unterschieden nach bestimmten Mitarbeitergruppen, dass ich sage, meine Führungskräfte, meine Leitenden bekommen einen höheren Zuschuss als die normalen Arbeitnehmer. Oder wenn meine Mitarbeiter so und so alt sind für die letzten Jahre, ich will sie schließlich auch halten, bekommen sie noch einen höheren Zuschuss oder dann steigt der Zins. Verschiedene Dinge. Hier geht es ja wirklich darum, was Maßgeschneidertes zu finden, was einfach den Interessen, was den Bedürfnissen, was den Anforderungen des Unternehmers am nächsten kommt. Und ob man das jetzt variabel macht oder fix, das bleibt jedem überlassen. Es gibt auch Modelle, die machen eine reine arbeitgeberfinanzierte Basiszusage und sagen, wir bieten dann noch Entgeltumwandlung an. Auch das ist möglich. Manche sagen, arbeitgeberfinanzierte Basiszusage, dann noch Entgeltumwandlung und die Entgeltumwandlung wird nochmal gefördert. Aus meiner Sicht und unserer Erfahrung einfach die Kombination Arbeitnehmerfinanzierung, Arbeitgeberfinanzierung am interessantesten. Schlicht aus dem Grund, weil einfach der Gedanke dahinter steht, wenn dir, lieber Mitarbeiter, deine betriebliche Alterssorgung etwas wert ist, wenn du monatlich 50, 100, 150 Euro aufwendest und siehst, was man erreichen kann und auf der anderen Seite, dass auch bei 50% Belastung das doch ein gewisser Verzicht ist, dann ist mir deine Alterssorgung auch was wert und ich gebe dir einen 50-Euro-Schein oder 30 oder 40 oder 70% obendrauf. Das ist das System, wo aus meiner Sicht das Geld wirklich nur bei denen ankommt, die es wollen, die es dann in gewisser Weise auch verdienen und nicht sinnlos in die komplette Mitunternehmerschaft geschüttet wird. Aber da ist jede Philosophie für jeden Unternehmer unterschiedlich. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, diskutieren Sie es mit Ihren Mandanten, mit Ihren Kunden einfach mal durch, sprechen Sie das Thema an. Ja, wie möchtest du das? Geben Sie ein paar Gedanken, Anreize, dass er sich überlegen kann, was für ihn das sinnvoll ist. Und dann wird er schon entscheiden, wie er das letztendlich dann auch durchführen oder machen möchte.